Ja, hey, willkommen, mein Name ist Andy OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Schlüsselschwertfriedhof betreten, nachdem wir Sora und Rico auf der Insel des Schicksals getroffen haben. Und ja, jetzt stehen wir wieder kurz vor dem allerletzten Kampf. Könnte vielleicht wieder so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde dauern oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie der letzte Kampf irgendwie gedauert hat, wie lange der gedauert hat. Aber ja, ich habe wieder offscreen vieles gemacht, und zwar habe ich mich bis auf Level Stufe 40 hochgelevelt. Habe wieder alle Fertigkeiten angesammelt. Und in der sogenannten Milch Arena, wo wir noch nicht waren, habe ich auch ein paar Sachen gemacht. Allerdings nur Sachen, die nichts mit Kämpfen zu tun haben oder so. Und ja, absolutes Kommando habe ich hier alles außer das letzte. Und ja, sonst hat es glaube ich nichts geändert. Früchteball habe ich glaube ich auch ein bisschen gespielt, habe glaube ich ein Schlüsselschwert oder so bekommen, ich weiß es nicht. Oder ein Multifokus-Kommando, weiß ich auch nicht mehr genau. Hier haben wir irgendwo, oder nicht, wo ist das Ding an? Ja, das haben wir bekommen, nachdem wir ein Minispiel gemacht haben, was wir mit Terra später machen werden. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann eiskalt hier zum letzten Kampf erneut. Ungefähr die Hälfte von den Cutscenes, die wir jetzt gleich sehen, werden genau die gleichen sein wie im Finale mit Ventus, aber ja, können wir uns ja trotzdem noch mal angucken, weil es ist einfach nur episch. Ja, wir sind schon wieder hier, umgeben von tausenden Schlüsselschwertern, die ihre Macht verloren haben. Oh mein Gott. Los geht's. Einer, ich glaube, wir haben nichts vergessen, ne? Wird schon klappen. Ah, Kingdom Hearts 2.8 ist schon raus und ich kann es nicht zocken, weil ich hier noch beschäftigt bin. Ich werde wahrscheinlich ein paar mehr Parts von Terra Story an einem Tag posten. So wie es ausschaut, weil ich die Spiele endlich spielen will. Und ja. Hier haben wir wieder Terra. Jetzt müsste Aqua kommen, genau. Soweit ist bis jetzt noch alles genau gleich. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr auch mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr freundlich von euch. Dankeschön. I was told the master was struck down. Und ja, das haben wir von Jens Zitterfahren. Jetzt kommt Terras Version. Yes, that's right. I was stupid and helped saying or do it. Wir haben es bis jetzt noch nicht gesehen. The master. He tried to hurt Ben. Das haben wir gesehen. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the master. I did need to be watched. I went astray, but no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me. How does that honor our master's memory, Terra? Tja, keine Ahnung. Hey, schau mal da, da ist Ventus. So kann man auch vom Thema ablenken. Xehanort wants me and Benitez to fight. Make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, Ben. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart.
all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just put an end to me. Ja, das könnten wir machen, aber... Hey, guck mal da, Seanort. Und Vanitas. Behold, these lifeless keys used to be full of power. United with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade. Wenn man es gemerkt hat oder ob es in der Besetzung liegt, aber er sagte Schiss-Schwert-Krieger. Ich dachte, es gibt nur einen. Wahrscheinlich in der Besetzung verloren waren oder so. Und ja, jetzt sind wir wieder die Action-Szene. Die man auch aus dem geilen Ending gesehen hat. Was ich ja nicht zeigen konnte. Weil ich es nicht freigeschaltet habe. Ich dachte, man musste nur den optionalen Boss besiegen, aber nee, man musste noch den letzten Kampf machen. Aber wir waren da so in Eile, deswegen. Entschuldigung. Jedenfalls. Ja. Da ist noch keine einzige Veränderung in den Cutscenen. Das wird auch bei Terra nicht der Fall sein. Also in ein paar Minuten kommen die ersten Veränderungen wieder. Teleportiert. Bestimmt flink für so einen alten Mann. Könnte meinen, er würde etwas vorsichtiger sein mit seiner zukünftigen Chi-Klinge, aber nein. Bisschen merkwürdig, dass sein Helm auf einmal ab ist. Wenn er im geilen Ending wird sein Helm so ein bisschen beschädigt, als er Not ihn im Kopf gepackt hat. Das kann man natürlich hier nicht so gut nachstellen. So, und jetzt dürfen die ersten Veränderungen kommen. Obwohl, wir wissen ja, was passiert, wegen Ventus' Story. Und zwar taucht der beste Charakter der Serie auf. How about you leave the popsicle with me? So you can go have your little fight with Terra. You can't be too happy about him deep sixing your master. Who are you? Ich bin der beste Charakter der Serie. You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work.
Terra will prove to you he's stronger. Aqua. Ich bin wahrscheinlich auch gleich stärker bin als du. Und im Hintergrund läuft die Musik zum ersten Geheimtrailer von Kingdom Hearts 1. Roxas mit seinen Organisation 13 Mann gegen die ganzen Herzlosen gekämpft hat. Ja, besiege Break. Obwohl ich uns die vorgestellt habe, auch nicht in Terra Story, wissen wir, wie er heißt. Na, hier. Der 40 dürfte eigentlich kein Problem sein. Naja. Ja, nicht so viel ab. Oder eigentlich schon, ne? Also könnte ein bisschen. Ich habe extra nur ein Lied reingenommen. Weil ich denke, er wird schon reichen. So. Wenn man genau hinguckt, dann merkt man, dass die meisten seine für alles Anspielungen aus dem zweiten Teil, zum Beispiel die hier. Okay, die kann ich nicht abwehren. Was sagt? Ja, er muss nachladen. Komm mal hier rein. Ja. Ah. Und ich habe einen Kommandostil als Magiker ausgezeichnet. Oh Gott, das bringt's nicht. Das hat mich beinahe getötet, bin ich auch vergessen. Aua. So ähnlich jetzt kann ich auch. Hier. Naja. Und tschüss. Ha. Richtig geiler Abschluss. Einfach abgeschossen. Ich nehme an, wenn man sich schlechter anstellen würde, wäre der Kampf ein bisschen schwierig, aber naja. Wir wussten ja, dass schon so ausgeht, ne? I keep forgetting, don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Doubt, break up. Komischerweise wird er nicht so als Bösewicht behandelt von der gesamten Serie, obwohl er eigentlich schon nah an ein Hauptbösewicht drankommt. Ach ja, und dann kommt das noch. Was ich ein bisschen schade finde. Aber wer weiß, Kingdom Hearts 3, ne? Als ein Freund. Just put an end in me. Oh, jetzt kommen endlich mal wieder neue Sachen. Wir stehen auf und sehen Mickey, der neben uns liegt. Merkwürdig. Oh, da ist er doch. Oh, thank goodness. Fen, you're safe. Hi. Was ist das in deiner Hand? Oh. Das ist mein krasses Schwert. Was soll her? Oh. That's not Ben. Correct. I am not Ventus. His heart has become a part of mine now. This Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here
from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin. Shut up! I'm sick of your nonsense. Give Ben his heart back. Ja. Während wir gerade gegen ihn kämpfen, kämpfen im Innern von Ventus Herz, Vanitas und Ventus. Also während deren finaler Kampf da unten da drin stattfindet, findet hier unser finaler Kampf statt. Und ja. Geil, oder? Ist voll, weiß ich nicht, tiefgründig und so. Fangen wir mal her. Au. Au. Ja, Micky will was von mir, ich weiß. Au. Ja, wie lange wartest du denn? Für sie wieder. Au. Ja, ich kann wieder den. Aua. Ist das? Ich glaube, da sollte ich vielleicht weggehen. Wo ich noch mal den. Ja. Geh weg mit dem Angriff, den kann ich schon überhaupt nicht leiden. Jetzt wird es mein Dings hier. Aus Magika. Naja. Also, ich mit Terra Story ein bisschen weniger leveln am Ende. Aber was soll's? Aua. Aua. Mein Arsmagika ist schon wieder abgelaufen. Ich krieg die Krise. Ich brauche wirklich nur ein Lied gerade, ist gut. Lässt sich ja treffen dadurch. Au, was für eine Reichweite. Okay, was war das? Damit ich teleportiert. Irgend so ein Dingens. Kommando hier. Keine Ahnung, wie man die nennt. Er ist noch ein bisschen stärker. War eigentlich auch nicht so schlimm. Aber ja, war vielleicht mal ein bisschen mehr abwehren, das war vielleicht eine Idee. Ach, wer, wo ist er? Wenn man den Angriff aus euch weiß ich mittlerweile. Wir kommen nicht damit um die Ecke. Ha, Ziel auf Minen. For the win. Sehr gemein, eine sehr geile Fähigkeit. Ja, das war's mit Vanitas, keine Ahnung, wie deine Fandom genannt wird. Ja, Vanitas, keine Ahnung. Und ja, Micky rollt einfach nur weg. Krass. Oh, nur ein Schwung und wir sind weg. Schon ein bisschen krass. What's wrong? Giving up already? Muss ja auch daran denken, er hat das bisher stärkste Schlüsselschwert in Händen. Ben, lend me strength. Geil, mein Schwert leuchtet. Jetzt gibt's aufs Maul. Alter. What? Leitet kaputt. Da ein Schlüsselmecher. Ist das gut oder schlecht? Ich war kein Wissenschaftler, aber. Oh no! It's gone all
gegangen, ne? War knapp. Oh Mann. Ist das gut oder schlecht? Weil Mickey steht da einfach so. Er hat eine sanfte Brise. Der Nord spricht Nummer 7. Okay. Und ja, dann haben wir ja gesehen im Ventus Story. Dass Mickey die beiden irgendwie gerettet hat. Aqua, you lost consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of terror. Ja, wir haben gar keine Ahnung, was mit denen überhaupt passiert ist während dieses Kampfes. Ventus. The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah! Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, nicht nur ein einziges Mal getroffen, then you'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him. Ja, hoffentlich. Ja, hab schon stumm geschaltet. Und das war's mit Aqua Story. Gar nicht mal so lang, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber Ventus Finale ja auch nicht, ne? So, der nächste lange Part wird ja gleich der nächste sein, den ich auch jetzt hier gleich direkt aufnehme. Das war der Anfang von Terra. Und ja, wir fassen ja immer so, ich sag mal, den Prolog und die erste Welt direkt zusammen. Das heißt, das werden bestimmt wieder so 50 Minuten. Aber was soll's. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts das jetzt nochmal waren. Ich glaube, auch 12, ne? Bin jetzt aber nicht sicher. Aber ja. Noch was wollte ich sagen. Wie gesagt, Kingdom Hearts 2.8 ist schon draußen. Bin ich ein bisschen doof, dass wir jetzt noch nicht fertig sind mit dem Spiel. Und diesen Teil dann direkt in Angriff nehmen können. Aber ja. Was soll man machen?
Der Plan wird wahrscheinlich so sein, ich werde Dragon Ball Xenoverse werde ich zum Beispiel ein bisschen vernachlässigen. Wahrscheinlich werde ich dann zwei Parts von Terra hochladen. Dann müsste ich so bis zum, weiß nicht, 7. oder 8. Februar oder so fertig sein. Dann können wir uns, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich hier drunter und drüber irgendwie Kingdom Hearts hochladen. Werde wahrscheinlich jeden Tag zwei Parts hochladen, auf jeden Fall. Ich will noch in dieser Woche fertig werden. Und ja. Bis dahin werde ich wahrscheinlich ein paar Sachen schon aufgenommen haben von Kingdom Hearts 2.8. Aber dann noch nicht hochladen. Weil ich habe ja alle Spiele vorher schon gespielt. Ob ich das jetzt, weil ich, nachdem ich das Let's Play aufgenommen habe, schon aufnehmen oder nicht, das ist ja vollkommen egal. Ich weiß ja schon alles. Ich weiß ja nur, dann zum richtigen Zeitpunkt auch hochladen. Wenn hier, weiß ich nicht, das Projekt oder so zu Ende ist. Und ja. Hoffen wir mal, dass mit Terra Story, welche ich gehört habe, die einfachste sein soll, was ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann. Aber ja, werden wir ja sehen. Hier im Anschluss werde ich natürlich schon den Anfang wieder aufnehmen und dann gucken, wie weit ich komme, ohne so heftig zu grinden und so. Und dann, ja, mal schauen, wie es abläuft. Wird ein bisschen drunter und drüber auf diesem Kanal abgehen, das kann ich schon mal versichern, aber was sollen wir machen? Hätte ich früher ein bisschen Hast gemacht, dann hätte ich das hier vermeiden können, aber was soll's. So, und das war's dann mit den Credits schon. Dauern gar nicht so lange wie die in Kingdom Hearts 1 oder 2, ist ungewohnt. Man sieht ja auch dreimal, also ich glaube nicht so schlimm. So, Ton wieder an. Wir haben jetzt Birth by Sleep. Bis neue Statistiken kommen. Und dann war es das für diesen Part, oder? Da kommt noch irgendwas, ich glaube nicht, ne? Nö, okay. Kingdom Hearts 2. Ich kann da oben. Ne, da oben steht Kampfbericht. Boah. Bei mir ist immer unten und oben alles irgendwie so abgetrennt auf meinem Fernseher. In der Aufnahme sieht man dann alles vernünftig. Aber trotzdem. Vollständigkeit der Berichte. 70%. Profi. Besiegte Gegner. 2400. Naja, man muss da auch ein paar Abschlusskommandos freizuschalten. Viele Gegner besiegen. Also ja. Das könnte ja Grund dafür sein. So, dann speichern wir mal. 24 Stunden hat das gedauert, wow. Davon habe ich auch viel Offscreen hier reingepackt. Und ja, wir tun mal einen neuen Spielstand anlegen, mit dem ich Offscreen hier leveln werde und weil nicht alle Kommandos und so freischalten werde und was weiß ich alles. Dann würde ich sagen, beenden wir eine Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns an einem das brauche ich nicht. Das mache ich dann, wenn wir mit Terra sind. Ich weiß schon, und speichern fortfahren, ja. Wenn ich dann mache ich das Finale eben nochmal. Dauert ja nicht so lange. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit einem wahrscheinlich 50 Minuten Part. Freut euch schon mal darauf. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.